Guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Oracle-Datenbank Monthly News-Ausgabe in diesem Jahr. Ich habe es recherchiert und es scheint kein Cut-Off-Datum für Neujahrswünsche zu geben. Und wir sind ja auch noch im Januar, also frohes neues Jahr. Mein Name ist Sinan Petrus-Thoma. Ich bin bei Oracle beim Datenbank-Produktmanagement-Team für Hochverfügbarkeit und habe einen Fokus auf Multicloud. Unsere Monthly News-Ausgabe wird jeden letzten Freitag im Monat präsentiert, dauert ca. 15 Minuten und beinhaltet die Neuigkeiten zur Oracle Datenbank im letzten Monat sowie die aktuellen Termine, Release- und Patchstände und eine Auswahl der letzten Blogposts über die unterschiedlichsten Datenbankthemen. Fangen wir mit den Neuigkeiten an. Bei der autonomen Datenbank ist es nun möglich, einen Klon über verschiedene Workload-Typen zu erstellen. Zum Beispiel von Autonomous Transaction Processing zu Autonomous Data Warehouse und umgekehrt, von Autonomous JSON zu anderen Typen oder von APEX zu Transaction Processing und Data Warehouse. Die autonome Datenbank hat auch zum sechsten Mal in Folge die höchste Punktezahl erzielt in allen Anwendungsfällen der Gartner Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems, for Operational Use Cases. Dazu hier die Pressemitteilung und der Gartner Bericht verlinkt für Sie. Eine weitere Neuigkeit ist, dass das OCPU-Modell nur noch bis Januar 2025 verfügbar ist. Es ist zu empfehlen, dass man jetzt schon auf das eCPU-Modell umstellt, da auch die Umstellung ohne Downtime erfolgt. Und natürlich auch viele weitere Vorteile mit sich bringt, zum Beispiel die Einstiegskosten für die kleinstmögliche Datenbank halbieren sich. Auch bei der Skalierung sind die Erhöhungsschritte, die Skalierungsschritte kleiner, was zu Kosteneinsparungen führt. Die Speicherkosten wurden gesenkt und auch die mindeste Speichergröße ist nur 20 Gigabyte und man kann in 1 Gigabyte die Schritten erhöhen. Das heißt, die kleinstmögliche autonome Datenbank hat nun zwei eCPUs und die 20 Gigabyte Speicher. Eine statt früher ein OCPU, was so viel kostet wie vier eCPUs. Und 1 Terabyte Speicher. Wenn Sie eine große Anzahl von Datenbanken benötigen, die hoch- und herunterskalieren, können Sie von der Nutzung von Resource Pools profitieren, die dann auch weitere Kosteneinsparungen mit sich bringen und diese auch nur verfügbar sind mit dem eCPU-Modell. Hier noch ein Link zu Autonomous JSON mit eCPUs und die offizielle Oracle-Preisliste. Bei Exadata Cloud at Customer gibt es eine Verbesserung bei der seriellen Konsoleverbindung. Das geht jetzt einfacher mit Cloud Shell-Integration und man kann auch frühere Benutzeraktivitäten überprüfen und auditen. Das Critical Patch Update vor Januar 24 ist verfügbar. Hier sind weitere Infos entsprechend verlinkt. Des Weiteren gibt es eine neue Version von DBSAT, das Database Security Assessment Tool, mit Neuerungen basierend auf das Center of Internet Security, CIS. Das Tool kann von der erwähnten MOS-Node hier heruntergeladen werden. Auch am Datenbank-Security-Tool in der Cloud, nämlich DataSafe, gibt es einige Neuerungen bezüglich Anzeigen von Zugriffsdetails, Risikofeststellungen konfigurieren und aufschieben, die Unterstützung für Active Data Guard-Zieldatenbanken ist jetzt da und man kann nun die 5 wichtigsten Ereignisse der Sicherheitsbewertung sich auf einen Blick anzeigen lassen.
Im Bereich Entwicklung ist jetzt die SQL Developer Erweiterung in Visual Studio Code verfügbar. Der Download ist momentan allerdings nicht über Visual Studio Erweiterungen möglich, sondern über diesen externen Link hier. SQL Developer Features werden in Visual Studio Code bereitgestellt und es unterstützt Datenbankversionen ab 11G und auch inklusive 23C. Die Nutzung ist kostenfrei und hier haben wir für Sie mehrere Links zu Blogposts von Jeff Smith, zur Ankündigung und auch weitere technische Details zur Nutzung der SQL Developer Erweiterung. Zur Erinnerung oder falls Sie es noch nicht kennen, Oracle Live Labs basiert ja, auf einer kostenfreien Umgebung für Hands-on Labs, so wie es ja auch heißt, was ja auch eine Schritt-für-Schritt-Guides sind zu den unterschiedlichsten Themen im Oracle Cloud und auch generell im Oracle-Datenbankbereich. Die Labs kann man in der eigenen Umgebung ausführen oder falls keine vorhanden, Oracle stellt Ihnen eine Oracle Cloud OCI-Umgebung für eine gewisse Zeit kostenfrei zur Verfügung, damit Sie entsprechend die Labs dort ausführen und damit testen und weiterlernen können. Ich kann es nur weiterempfehlen, dort wieder reinzuschauen, da immer neue Labs erstellt werden. Hier eine Auswahl zu Generative AI mit Autonomous, DBSAT, DataGuard, GraphStudio und OCI Data Science. Da sehen Sie, es ist für jeden etwas dabei. Nun zu den anstehenden Terminen. Wie gewohnt gibt es verschiedene TOM Office Hours und Apex Events. Von Februar bis Juni finden die IT-Tage remote statt. Dann haben wir zwei Termine für Oracle DBA Masterclasses zum Thema Partitioning und Multicloud. Sorry, und Multitenant. Ja, ich mache Multicloud. Deshalb ist, ich sage Multicloud viel öfters als Multitenant. Aber hier geht es um Multitenant. Vielleicht auch in einer Multicloud-Umgebung. Zur Erinnerung ab 21c. Gibt es nur noch die Multi-Tenant-Architektur. Am 29. Februar ist ein Live-Event in München mit Mike Dietrich zum Thema Upgrade und Migration auf 19c und 23c. Dann haben wir im März die Oracle Cloud World in London. In Düsseldorf gibt es die Apex Connect im April und die Duark Datenbank und Extra Day im Mai. Der Call for Paper dafür ist bis zum 7. Februar offen. Und das heißt, da ist noch Zeit, noch etwas einzureichen. Zum Schluss noch die Cloudland im Brühl im Juni und der Call for Paper ist noch offen bis zum 31. Januar. Also noch ein paar Tage übrig, je nachdem, wann Sie dieses Video sich anschauen. Zu den Release- und Patch-Ständen. Die Daten sind die gleichen wie beim letzten Mal, außer dass wir natürlich jetzt etwas weiter ins Jahr 24 eingerückt sind und dem 31.12. ein Stück näher gekommen sind, wo der Upgrade-Support für die 11er und die 12er Datenbanken endet. Das heißt, hier wieder den Upgrade zu einem Long-Term-Support-Release rechtzeitig planen. Bei den Patches haben wir neue Release-Updates für 19.22 und 21.13 sowie neue Versionen beim Enterprise Manager und ODA. Es gibt ein neues Data Bundle Patch, den 19.22 und die neue DBSAT-Version hatten wir ja bereits erwähnt. Und ja, last but not least zu den Links aus dem Web zum Weiterlesen. Mein Kollege Suraj Ramesh hat eine neue Blogseite gestartet,
mit dem ersten Artikel zu OCI Full Stack Disaster Recovery. In 23c gibt es viele neue nützliche Datenbank-Views zu DataGuard. Diese hat Ludwiko in einem Artikel näher erklärt. German Discusso zeigt einen Rückblick auf Autonomous Dedicated im letzten Jahr. Und von mir gibt es einen Artikel dazu, wo man im AVR-Report nachschauen kann, um zu sehen, ob und inwiefern eine Applikation mit Application Continuity konfiguriert und geschützt ist. Dann haben wir Mike Dietrich mit den zwei Artikeln zu In-Place Patching und Timezone-Versionen. Connor McDonald hat noch einen, ja, jetzt aber endgültig die Frage klären soll, ob man Count Stern oder Count 1 nutzen soll. Und ich verrate hier noch nichts. Lesen Sie einfach den Artikel, ist sehr nützlich und dann wissen Sie dann auch die endgültige Antwort. Dann haben wir zwei Beiträge von Karin zum Thema Graph aufgelistet. Ulrike hat einen Artikel, der beschreibt, wie man eine SQL-ID von einer SQL-Anweisung herausfindet. Und die Chris hat schon erklärt, dass es kein If-Keyword in SQL gibt. Und wenn man if-else machen möchte, man nämlich zum Case-Ausdruck zurückgreift. Zum Schluss noch den Link zum Duaktival mit vielen Videos und Interviews und der Link vor unserer Linksammlung, wo Sie nochmal eine Zusammenfassung aller URLs hier finden können, einfach zum Draufklicken. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal am 23. Februar. Bis bald.